Was ist es? Es ist nicht dein Ernst jetzt. Es darf jetzt nicht dein Ernst sein. Hast du gesehen, wie es geht? Ja. So geht's los, kommt jetzt wieder. Ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es gibt eine neue, lange Episode mit richtig vielen schönen Funden. Ihr könnt euch echt freuen. Also wir haben Silber, wir haben römische Funde gemacht und natürlich auch riesig viel Spaß gehabt. Das werdet ihr auch an den Outtakes am Ende dieser Folge dann auch sehen. Da wird es wieder richtig lustig. Wir sind nach Bayern gefahren zur Monika. Da waren wir Ende 2019 schon mal. Das hat riesig viel Spaß gemacht. Von daher haben wir gesagt, da fahren wir nochmal hin. Erleben ein tolles Abenteuer, nehmen euch natürlich mit auf dieses Abenteuer. Die Reisekosten hat diesmal wieder mein Sponsor bezahlt, es war eine ganze Menge, von daher ein Dankeschön an abenteuer-schatzsuche.de dafür. Ja Leute, ein Abenteuer habe ich euch versprochen und das startet genau jetzt. In diesem Video geht es also wieder in das wunderschöne Bayern und nach gut 8 Stunden Autofahrt sind wir endlich am Ziel. Auch wenn das Wetter diesmal wieder nicht mitspielen möchte, so geht doch direkt die Sonne auf, sobald Monika die Bildfläche betritt. Und auch ein Gastgeschenk habe ich natürlich auch wieder dabei. Johanna, tolles Wetter, hier ist dein Gastgeschenk. Ja! Yeah. Ich hörte, du brauchst ein neues Gestänge zufällig. Ja, zufällig. So ein Zufall. Ja, wunderbar. Auch wenn es schon spät ist und das Licht nicht mehr ideal ist, so wollen wir uns nach der langen Fahrt doch noch ein wenig die Beine vertreten. Darum beschließen wir auf gut Glück, mal eine frisch gemähte Wiese anzulaufen. Und somit startet ein neues Abenteuer in Bayern. Okay Freunde, jetzt geht's los. Monika, Bayern, Schatzsuche, ich freue mich riesig. Oder wie der Berliner sagen würde, ich freue mich, liebe Freunde, kann losgehen. Und du hast direkt das erste Signal. Wir haben den ersten Abend direkt rausgegangen auf die Wiese, noch das gute Wetter nutzen und direkt lossuchen. Ich bin mal gespannt, was kommt. Dein erstes Signal beim letzten Mal war ziemlich gut. Das wäre natürlich jetzt eine krasse Niederlage, wenn du jetzt direkt mal wieder irgendwas Silbernes um die Ohren feuerst. Hau rein. Lass gucken. Na dann. Ich hoffe natürlich auf Müll. Nein, ja, Quatsch, nein. Danke, lieber Carsten, danke. Nein. Du bist so gut zu mir. Pass auf. Jetzt ist es direkt wieder und sie hat es auch direkt schon wieder. Ja, das ist schlimm, das ist schlimm. Die ist gut, die Moni. Oder die ist gut, die Münze. Na, wo ist sie denn? Irgendwo in dem Knubbel, schön langsam. So. Es ist nicht wirklich eine Münze. Doch, es ist ein 2-Euro-Stück. Nee, im Ernst? Ja. Echt? Ich kann euch heute schon die erste Brotzeit ein bisschen mitzahlen. Hat sich doch auf jeden Fall schon gelohnt. Aber wie angeranzt das Ding schon ist. Unfassbar, ne? Gell? Naja, gut. Für den ersten Pfund würde ich sagen, passt. Nehmen wir mit. Könnte schlimmer sein. Definitiv. Und gehen wir gleich oben am Kiosk aus. Gibt es hier überhaupt einen Kiosk? Ja. Eher nicht, ne? Sind eigentlich nicht schlecht. Das ist der Rest von der Dose. Das ist der Rest von welcher Dose? Die Dose von da oben, oder von da hinten oder von da vorne? Von da vorne. Also hier lag ja schon einiges an Dosen auf dieser Wiese. Da freust du dich und dann sowas. Oh, das klingt aber jetzt gut. Jetzt komm. Jetzt klingt's gut. Komm bitte. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ach Quatsch. Hier ist es drin. Bitte, 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 bitte. Das ist eine Münze? Das ist ein Euro. Aber es sieht wieder nicht wirklich alt aus. Warte mal. Oder? Ach, immerhin. Immerhin besser. Aber jetzt halt mal bitte deinen Euro neben diese D-Mark-Münze. Wenn ich finde. Stunden später. Bei den vielen Funden. Ja, genau. Man weiß gar nicht, wo man hingreifen soll. Ja, guck mal, es sieht doch fast gleich aus, ne? Wahnsinn, ne? Upsa, nur ich würde mal behaupten, dass die D-Mark hier doch bedeutend älter ist. Oh ja. Irre.
Und ich kann mir wenigstens was kaufen. Ach, immerhin eine Münze mal. Immerhin. Kann ich mir was kaufen? Sieht schlecht aus, ne? Aber vielleicht kann ich in dem Gasthof da den Schnapsal bezahlen mit der D-Mark. Oh, wer weiß. Ja. Vorne Mark. Immerhin. Immerhin. Ich habe auch etwas gefunden. Also es wird langsam enden. Ja, aber morgen ist so steigerungsfähig. Wo gehen wir morgen hin? In den Wald. Ja, yes. Ja. Und da kriege ich direkt wieder gute Laune. Siehst du? Ja. Morgen rappelt es im Karton. So, da haben wir die D-Mark hier nochmal auf dem Tisch liegen. Ich wollte sie nochmal zeigen, nicht groß drauf eingehen, aber wollte sie nochmal zeigen, um ja, klarzumachen, dass diese Münze, die ja eigentlich schon 30 Jahre älter ist, mindestens genauso gut aussieht wie der Euro, der ist wahrscheinlich erst 10 Jahre im Boden ist. Also das finde ich wirklich erstaunlich. Ihr habt es ja aber auch gesehen in dem Direktvergleich. Und eine schöne Sache haben wir noch gefunden, beziehungsweise Moni hat sie gefunden. Die kommt jetzt. Kann losgehen. Lauf mal auf Hochtouren. Echt jetzt? Komm raus damit, jetzt reicht's. Das klang aber klein oder tief. Eins von beiden. Ja, also eins von beiden. Lass uns überraschen. Oder es könnte auch wieder so Kackschnipsel verdächtig. Ich muss aufpassen. Das war jetzt ganz gefährlich. Die Schaufel hätte mir fast die Füße zerhackt. Fast. Oh Mann. Aha. Tief? Tief, klein und rund. Come on, Moni. Komm. Let's do it. Oh, jetzt hat es wirklich geknackt. Und? Was ist es? Ein Kügelchen. Ja, tatsächlich. Könnte es eine riesengroße Schmuckperle sein oder ist es einfach nur Kacke? Ich weiß es nicht. Es ist Bronze. Darum sage ich ja, könnte es eine Schmuckperle sein. Das wäre ziemlich groß, ne? Ja, aber... Sie zieht die Handschuhe schon mal aus, das ist schon mal gut. Gutes Zeichen, oder? Ja. Sie zieht sich aus. Super. Die Handschuhe, ja, Entschuldigung. Das wollte ich gerade noch anfügen, tatsächlich. Come on. Aber es sieht gut aus. Ich finde das jetzt gut. Ja, es ist... Auf jeden Fall kein Scheiß. Da ist der Fund von der Moni hier bei mir auf dem Tisch und wir wollen uns das Ganze noch mal ein bisschen genauer ansehen. Es könnte tatsächlich eine Schmuckperle sein, ist auf jeden Fall Bronze vom Material her. Aber die zwei Öffnungen hier sind unterschiedlich groß. Das heißt, es könnte auch so in die Richtung Riemenperle gehen oder ja, etwas Ähnliches, wo man was befestigen konnte, was von quasi groß auf klein geht. Und wenn du das da durchziehst, irgendwann ist halt eben Schluss. Ihr kennt das vielleicht vom gedeckten Tisch der Mutter oder Großmutter. Wenn festlich gedeckt ist, dann sind da so Servietten auf dem Tisch, die sind befestigt oder als Deko mit so Kugeln. Die werden da auch so reingezogen in die Kugeln, die Servietten. Das nur als kleines Vergleichsstück der Moderne. Also, aber die Moni wird es wahrscheinlich cooler finden, wenn ich sage, es ist eine Schmuckperle. Von daher ist eine Schmuckperle. Weiter geht's. So, das war eine kurze kleine Runde zum Start in dieses Video. Wir sind angekommen, haben Moni getroffen, sind direkt ab auf die Wiese und haben eine Runde gesucht zum Entspannen nach 8 Stunden Autobahnfahrt. Wir haben ein bisschen was gefunden, war nicht schlecht, aber Luft nach oben Luft ist schon noch da. Luft nach oben ist da, definitiv ist Luft nach oben da. Ja, was ist mit deiner Schmuckperle? Ist es jetzt eine oder nicht? Ganz sicher eine Schmuckperle. Ganz sicher. Okay, ich bin gespannt. Morgen, das Wetter wird vielleicht ein bisschen schlechter, ne? Aber wir wollen in den Wald. Wir wollen Wald, dann denke ich, ist besser. Okay. Auch bei Regen. Ich bin gespannt. Jetzt wartet ein wunderbares Wurstbrettal und Schnapsal auf mich. Darum ist jetzt Schluss. Schnell weg. Schnapsal und Wurst, los! Ja, liebe Freunde, wir haben Tag 2 in Bayern und es regnet, es plästert, wie man bei uns im Rheinland sagt. Das heißt, es regnet Bindfäden und ich habe schon mal die ersten Schutzvorkehrungen getroffen. Nein, Quatsch, Blödsinn. Aber Moni, lass uns mal ein bisschen quatschen in der Zeit, die wir jetzt haben, über das Thema, was ist denn bei Moni passiert in den letzten Monaten? Und du hast schon ein paar Funde rausgeholt, so aus der letzten Zeit. Erzähl mal, wie ist es dir so ergangen in den letzten Monaten? Ja gut, es ist mir ergangen, lieber Carsten. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Nee,
Klar, ich habe im Moment nicht so viel Zeit natürlich zum Rausgehen. Die Kinder sind ja seit 11 Wochen zu Hause. Ja. Ja, aber die bisschen Zeit nutze ich und glaube ich, habe ich erfolgreich genutzt. Ein paar schöne Sachen hast du gefunden. Ja. Lass uns mal mit dem unscheinbarsten Ding anfangen, mit diesem kleinen runden Silberteil hier. Erzähl mal, was das ist. Mein kleiner Kälte. Ja, genau. Ja. So, halt mal Richtung dieser Kamera da, dass man das auch gut sehen kann, wie klein das tatsächlich ist. Also mini, mini klein. Wie lange sucht man nach sowas, nach so einer keltischen Münze? Also bewusst suchen am Acker ist die Suche, Nadel im Heuhaufen. Ja. Da stolpert es halt durch Zufall drüber. Bis du es aus dem Loch raus hast, suchst du lang. Ja, ja, klar. Aber ja, es ist tatsächlich, liebe Leute, eine keltische Münze. Sie ist über 2000 Jahre alt, das ist ganz sicher und ja, absolut irre. So was Kleines und dann findest du das 2000 Jahre später. Wahnsinn. Aber lass uns mal weitermachen. Du hast auch noch was Goldenes hier liegen, und zwar einen schönen Ring. Ja. Den hast du unweit der Stelle gefunden, wo wir zusammen suchen waren. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Waren wir auf der falschen Stelle? Wir waren einfach auf der falschen Stelle. Wir haben uns für links entschieden und rechts war der Ring, ja. Der typische Fund zurück zum Auto. Nun gut, und jetzt erzähl mal bitte die Geschichte mit dieser Fibel da. Das ist ja auch, also dazu muss ich sagen, eine Fibel ist so eine Nadel, eine Ziernadel für einen Umhang zum Beispiel. Die hat man dann hier festgemacht. Und das ist schon eine Fibel von jemand, der muss schon Kohle gehabt haben. Der muss schon wichtig gewesen sein. Keine popelige Soldatenfibel, ne? Nein, nein, denke auch. Jetzt zeig mal, nimm mal so ein bisschen in die Hand und erzähl mal, wie die gefunden worden ist vor allen Dingen. Ja, es war die Zeit zur Ausgangsbeschränkung, wo du mit den Kindern zu Hause sitzt und dir die Zeit vertreiben musst. Mhm. Und es war dann eigentlich der Vorschlag von meinem Großen, dass er unbedingt mal mit rausgehen will. Und dann haben wir die Oma und die Kinder eingepackt und sind mal auf einen nächstliegenden Acker gelaufen. Und dann? Also, Peng, genau. Das sind genau die Funde, die es ausmachen auf einem Acker, auf dem du definitiv nichts alles vermutest. Nur das nicht vermutest. Und ja. Du suchst ein Signal für deinen Sohn und der gräbt's aus und alle sind glücklich. Ja, Wahnsinn. Super. Okay, dann haben wir noch drei schöne Münzen hier liegen. Das sind alles römische Denare, wenn ich das richtig sehe. Ne? Genau. Und ja, also Moni hat schon eine Menge gefunden. Wir an unserem ersten Tag noch nicht, Moni. Von daher warten wir jetzt mal kurz ab, bis der Regen sich so ein bisschen lichtet. Okay. Und dann gehen wir zusammen in den Wald. Aber ich meine, also ich finde es echt tragisch, ne? Also ich muss ich jetzt mal sagen, ne? Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, scheint Wochen vorher nur die Sonne. Und dann denke ich mir so, jetzt gehe ich zur Moni, fahre ich zur Moni runter. Wir drehen zusammen eine Stadtsucherfolge, zusammen im Tanktop zum Beispiel. Also so jetzt quasi. Aber nein, kommen wir wieder hin, es regnet. Aber wir haben trotzdem Spaß. Ne? Wir haben definitiv trotzdem Spaß. Genau. Darum nehmen wir euch jetzt mit in den Wald. Ihr seid dabei. Schatzsuche Runde 2. Los geht's. Das erste Signal im Wald. Sagt ein bisschen weg, aber alles gut. 61. Ist gut. Hat eine gute Linie auch. Nur die Wurzel, da stürzt ein bisschen. Ne? Ja, mir wird jetzt schon schlecht. Man denkt sich direkt so, hoffentlich liegt sich genau unter der Wurzel. Genau diese Wurzel war gemein. Wie es meistens so ist. Aber jetzt kommt doch noch mal richtig was runter hier. Hast du es schon draußen? I'm impressed, Moni. Ja. Hey, Moni. Weil ich so getroffen hatte, that's awesome. Was? I'm so impressed. Was für Regen. Boah, jetzt fällt er noch jetzt den Abfang hier runter. Schau mal her, das ist ja pass bloß auf. So, Moni macht wieder spannend. Du machst mich so nervös. Ach komm, jetzt schmeichelt sie mir wieder. Und gleich fällt sie mir wieder eine Fibel unter die Nase oder so. Da ist es, da kommt's. Was ist es? Es ist nicht dein Ernst jetzt. Es darf jetzt nicht dein Ernst sein. Du willst mich doch jetzt verarschen. Sie will mich doch jetzt wohl verarschen. Ist es dein Ernst? Mach doch mal die Hand auf, bitte. Mach sie mal schön weit auf, die Hand. Komm her. Ey, hör doch auf. Das gibt es doch jetzt nicht.
Wir müssen hier. Komm mal her, warte mal, wir zeigen das mal schön. Richtung Kamera. Auch, warte mal, ich mach mal den Kontrast ein bisschen auf was Helles. Vielleicht geht es so. Vielleicht kann man es so erkennen. Moni hat eine Fibel gefunden. Eine Unverschämtheit. Ich mache auch noch den Witz, sie hält mir gleich wieder eine Fibel unter die Nase. Hast gesehen, wie es geht? Ja. So geht's los, kommt jetzt wieder. Ja, aber toll, super. Das ist wirklich ein richtig geiler Fund. Top, herzlichen Glückwunsch. Danke, aber du bist nicht ganz am Anfang. Ja, jetzt hängt die Latte wieder ziemlich hoch. Hab ich ein Problem. Wie soll ich das toppen? Eine Fibel direkt. Hör auf jetzt. Kann nicht wahr sein, ey. Es kann nicht wahr sein. Ja, wir haben ja eben schon Monis Fibel-Highlight gesehen und jetzt hat sie direkt nochmal zugeschlagen. Es war echt unglaublich. Vor allen Dingen sage ich noch so als Gag, jetzt gleich hält sie mir wieder eine Fibel hin und zack, da ist eine. Sie ist natürlich römisch und ich würde sie mal so auf ca. 1800 Jahre alt datieren, also ein richtig schönes Stück. Und eine Fibel, ich habe es ja eben schon mal erklärt, ist etwas, wo man zum Beispiel den Umhang bei den Römern, haben die sich mit befestigt, hier an der Schulter zum Beispiel. Wir schauen mal auf das Stück, es ist echt noch sehr schön erhalten, tolle Patina auch. Und hier am unteren Teil seht ihr so ein kleines Loch. Von da an ging die Nadel hier hoch, wurde oben befestigt, ähnlich wie so eine Sicherheitsnadel heute, nur natürlich viel schöner und massiver, so wie eigentlich alles bei den Römern schöner und massiver war. Ein ganz toller Fund, ihr dürft das jetzt schon einmal liken. Und der nächste Fund, ja, da waren die Kameras nicht wirklich an und ich habe nur die Actioncam laufen lassen, aber wir schauen trotzdem mal eben rein. So, das liegt ganz oben. Das holen wir schnell so raus. Ja. Was hast du gesagt, was es ist? Warte mal, ich glaube es jetzt nicht. Wenn es jetzt wirklich das ist, was ich, wonach es aussieht. Nein. Ist es eine Silbermünze? Ich dreh durch. Warum kamen die bei mir so scheiße? Die stand relativ. Oh, ey, es ist ein Dreikreuzer. Silber, 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 Silber. Ja, nimm ruhig, fass ruhig mal an. Fass ruhig mal an, die Silbermünze. Soll ja nicht so drauf rumwischen, gell? Huch. Tja. Haben wir doch da. Ja, schön. Gut, erstes Silber. Moni hat das Signal eigentlich entdeckt. Ja. War aber nicht gut genug. Aber steckte nicht da dran, weil so viel Müll hier ist. Also ich bin jetzt echt ein bisschen überrascht, aber Silber. Ja, Freunde, da haben wir die erste richtige, schöne, etwas ältere Münze auf dem Tisch liegen und es sind drei Kreuzer von 1808. Sind auch noch halbwegs gut erhalten, wie das meist so ist bei den Silbermünzen. Von daher ein richtig schöner Fund und ja, wir hatten jetzt gemacht, die Moni ist eigentlich als Erste drüber gelaufen, hat dann gesagt, klingt komisch, mit der elliptischen kam es ein bisschen besser rein und von daher habe ich es dann gegraben, aber gut. Münze ist Münze. Wer auch immer sie jetzt ausgegraben hat, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache Silber. Und jetzt geht's weiter. Wir haben nämlich noch mehr Silbermünzen für euch. Ein 85er Signal. Du glaubst nicht, dass es was ist? Ich schon. Ich bin echt gut. Nur diese Stromleitung, die geht mir mittlerweile sowas von auf den Sack. Alles ist hier am Zittern und am Piepsen. Doch, ich gönn's dir ja von ganzem Herzen. Nein. Es tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen. Ich hab direkt gesagt, geiles Signal. Was das ist. Ist es ein Franz Josef? Max Josef? Ist es ein Max Josef? Nein, ist es einer? Ich sehe es von der Weite, weil die rieche ich. So riecht also ein Max Josef. Ist es einer? Ja. Yeah! Ach, ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Das ist sehr schön. Es ist nicht meine erste Silbermünze, aber mein erster Max Josef.
Ist das der erste Max Josef? Richtig betont. Max. Max oder Max? Max nicht so übertrieben. Max. Nee. Max. Max Josef. Max Josef. Ich bin ganz aufgeregt jetzt. Ich merk's. Super. Ach, jetzt bin ich aber beruhigt. Jetzt bin ich aber beruhigt. Ja, super. Oh, eine schöne auch. Eine für schöne. Was renne ich da hinten wie ein Depp rum? Eine schöne auch, ey. Nice. So, da ist das nächste Silberstück auf unserem Tisch und wir haben hier 6 Kreuzer von 1807. Ich komme schon durcheinander. 1807, 1808, alles gefunden in dieser Folge. Hier sehen wir auch, was für eine Münze es ist. Hier steht 6 an der Stelle und hier K, das steht eben für 6 Kreuzer. Und warum heißt das Ding Max Josef? Schauen wir mal eben auf die Rückseite. Da sehen wir nämlich den guten Max Josef, auch König von Bayern. Darum wird diese Münze bei bayerischen Suchern einfach kurz Max Josef genannt. Und ja, sehr cool, freue mich riesig über den ersten dieser Art in meiner Sammlung. Und jetzt geht es weiter mit noch einer Silbermünze. Wow. Wir denken jetzt ganz fest an eine Silbermünze. Atme tief ein, Moni. Alles das Gleiche. Wiesinger Bier, nee, wie hieß der? Ja, Schönramer. Schönramer, Entschuldigung. So, alles klar. Dein Signal, Moni. Leg los. Das klingt gut. Klingt gut. Dafür müssen wir nicht treffen, oder? Nö, aber meine Silbermünze eben lag ja auch nicht so tief. Von daher, also das heißt ja nichts. Ich biege es mal so ein bisschen zur Seite für die Kamera. An der Ecke. Oh, da ist es. Komm, lass es eine Münze sein. Oh, sie grinst. Sie grinst schelmisch. Das muss was Gutes sein. Es ist nicht schon wieder eine Silbermünze. Doch, tatsächlich. Nice. Die nächste. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Soeben beschlossene Sache. Definitiv beschlossene Sache. Die zweite Silbermünze an einer Stelle. Ja. Yeah. Alles klar. Müsste eigentlich noch mal die elliptische Spule rüberholen jetzt. Kann nicht mehr. Okay, du Faust. Nicht schlecht. So, bevor wir zu den Outtakes kommen, die diesmal wieder sehr, sehr lustig sind, haben wir noch die letzte Münze für diese Ausgabe für euch hier auf dem Tisch liegen. Die Münze ist schon ein bisschen abgenutzt, weil sie einfach viel, viel älter ist. Und zwar von 1766. Es sind 3 Kreuzer. Die 3 kann man hier unten in der Mitte noch ganz gut erkennen. Dahinter die 66 auch, aber die 17 ist schon so, ja, fast weg. Und auf der anderen Seite sehen wir übrigens auch ein Max Josef, auch wenn es nicht der gleiche Max Josef ist, sondern die hießen ja alle Max Josef der Erste, der Zweite, der Dritte, der Fünfzehnte, was weiß ich. Auf jeden Fall sind es nicht die gleichen, aber haben die gleichen Namen, zumindest diese 2 kurzen Namen. Und ja, das war's soweit für diese Ausgabe. Ein Dankeschön geht nochmal in Richtung meines Sponsors, abenteuer-schatzsuche.de, der die Reisekosten übernommen hat. Das war diesmal wieder eine ganze Menge, von daher ganz lieben Dank, Jochen, dafür. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte wie immer ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt gerne in die Kommentare. Ich versuche ja nach wie vor immer noch alles zu lesen. Trotz 30.000 Abonnenten kriege ich das immer noch ganz gut hin, zumindest hier auf YouTube. Und ja, jetzt kommen wir zu den Outtakes. Danke fürs Zusehen. Jetzt wird es noch ein bisschen lustig. Schöne Grüße auch an Monika. Hoffentlich bis ganz bald. Macht's gut. Ist ganz oberflächlich. Oh nein, das ist ja lächerlich. Das kann doch nicht wahr sein. Also diese Wiese hier, wer hat die ausgesucht? Ach, du siehst, man sieht sie schon. Ach nee. Eine Fischdose auch noch, eine stinkende Kackfischdose auch noch. Aber es ist ähnlich wie der Kronkorken. Ähnlich Scheiße wie der Kronkorken. Was hast du jetzt gesagt? Ja. Ich würde ja niemals zu fluchen. Man kennt mich ja als sehr friedfertigen Menschen. Ja. Ach, herrje. Immerhin habe ich ein bisschen Wasser, um meinen Pinpointer sauber zu machen. Muss sich die Scheiße ja irgendwie schönreden. Verdammt nochmal. Ich sehe es schon. Ach nee, oder? Ich sag dir ja, Müllverdächtig. Ja. Das
ist ein Kronkorken der Marke Wieninger. Wieninger? Ja, okay. Die Brauerei Wieninger in Kaiserslautern. Okay, die grüßen wir ganz herzlich an dieser Stelle. Dieser Fund wurde Ihnen präsentiert von Brauerei Wieninger. Jetzt habe ich doch schon hier voll die Sonnenbräune, ne? So bis hier. Du bist voll braun, ey. Was ist denn da los? Ich brauche eine Ausgangsbeschränkung, Gartenumbau. Ja, machst du das nackt, oder? Ja. Jetzt wollte ich schon wieder was Versautes. Bitte, Moni, reiß dich zusammen, wenn die Kameras laufen mit versauten Sitzen. Schön muss nicht immer tief sein, wollte ich sagen, Carsten. Und dabei ist es mir eingefallen. Ich kommentiere das jetzt besser nicht. Also diese Moni. Könnte auch eine Musketenkugel sein. Bitte etwas positiver. Könnte der Rest von der Kette sein. Von dem Schmuck. Geht doch. Bronzezeit. Oh. Soll ich dir irgendwie helfen? Wir merken, dass wir am Waldrand sind. Ah, eine Wurzel. Oh je. Wenn das die grüne Jugend sieht, dann ist hier Schluss mit der Sendung. Solange der Baum nicht fällt.